So, das heutige Thema: 5 Gründe, 5 weitere Gründe, warum die Deutschen und auch die Ausländer an der Einwanderung nach Paraguay scheitern. Bleibt dran! So, falls ihr das erste Video nicht gesehen habt, ich werde euch hier links oben den ersten Teil verlinken, wo ich euch 3 Gründe zum Scheitern oder für das Scheitern meiner Ansicht nach mitteile. Hier oben links das Video. Bleibt also dran. So, daher fangen wir bei 5 Gründen und fangen wir mit 4, dann kommt 5, 6, 7 und 8. Also bleibt auf jeden Fall dran. Der 4. Punkt, meistens die fehlende Bereitschaft, die Sprache und die Kultur, die paraguayische Kultur, zu erlernen. Ihr werdet ja nicht glauben, aber es ist so. Also wirklich viele von euch oder von den Deutschen, die schon in Paraguay sind, sprechen schlecht die paraguayische bzw. auch die spanische Sprache. Und die Bereitschaft, es zu erlernen, ist natürlich sehr gering. Warum? Ich bin der Meinung, man bleibt unter sich. Also die Deutschen, die mecken zusammen, die saufen zusammen und die erlernen auch. Weder einzeln noch zusammen, wenn man natürlich nur Deutsch spricht, hat man die Möglichkeit, die paraguayische Sprache natürlich zu erlernen. Ist so gut wie unmöglich. 5. Punkt. So sieht man, was mir aufgefallen ist, seht ihr mein Gesicht und das Deutsche meistens? Ja, ihr werdet ja lachen, klar, es hängt dann natürlich nicht nur mit der Staatsangehörigkeit zusammen, sondern grundsätzlich mit dem Charakter eines Menschen. Aber ich bin mir auch sicher, dass es genauso andersrum gehen kann. Ja? Das heißt, man kann auch schon, die Paraguayer grundsätzlich lachen gerne. Die machen gerne Witze. Und meistens die Deutschen sagen, Mensch, man lacht über mich, beziehungsweise über diejenigen. Ja? Die nehmen halt nicht so an, wie es ist, dass die Paraguayer gerne lachen, gerne Witze machen. Und eben nicht immer lachen die natürlich über die Deutschen. So, und 6. Die fehlende Bereitschaft, die Tatsachen zu erkennen. So, warum ist es so? Meiner Meinung nach ist es so, dass man wenig in Paraguay probiert. Das heißt, der Deutsche kommt hierher und denkt, alles ist billig. Nein. Eigenes Beispiel, in Polen seinerzeit habe ich relativ viel Geld investiert, auch in Paraguay, aber schon vor Jahrzehnten. Und natürlich sehr gute Entscheidung, aber es sind eben 15, 20 Jahre vergangen. Klar, damals schon die Grundstücke schienen mir viel zu teuer zu sein. Ja, aber dass ich grundsätzlich mein Geld für die Zukunft investiere, und so ist es überall auf der ganzen Welt. Vor allem bei Immobilien. Man investiert für die Zukunft. Also man kann nicht erwarten, dass ich es heute ein Grundstück einer Immobilie erwerbe und natürlich in einer Woche oder in einem Monat das Doppelte nehme. Klar, viele versuchen und scheitern kläglich. Warum? Weil die natürlich nicht die Tatsache anerkennen, dass es natürlich immer wieder eine gewisse Zeit dauert, bis man natürlich das Geld, spreche von den Immobilien,
letztendlich wieder zurückbekommen, beziehungsweise ungefähr das Doppelte, je nachdem, welche Zeit es vergeht. Eben wie man sagt, Investition. Und so investiert man. Und zwar, man muss Geduld haben. So, noch mal ganz kurz der letzte Punkt. Der siebte ist, die Geduld fehlt den meisten Deutschen. Geduld, warum meine ich es so? Ja, viele kommen und das sage ich nicht als Punkt, aber man kann es gerne auch als Punkt nennen und ich denke, ich hänge da noch einen zusätzlichen Punkt daran. Aber Geduld, man erwartet viel zu viel oder man erwartet in zu kurzer Zeit viel zu viel. Ja, man baut im Prinzip hier auch als Deutsche, grundsätzlich als Ausländer hier, eure Zukunft auf. Also weder in Deutschland noch in Polen noch nirgendwo auf der Welt schafft ihr von heute auf morgen. Auch in Paraguay muss man da eben Geduld mitbringen. So, und als achter Punkt, das fehlende Kapital. Weshalb bin ich der Meinung? Ja, ganz einfach. Viele von euch oder von Deutschen, auch Schweizer, auch Österreicher, grundsätzlich als Länder, kommen hier nach Paraguay, ich sage mal, mit Kleingeld. Ja, ihr wisst das schon alleine, die Einwanderungsbedingungen, die sind noch relativ leicht, was es nicht heißen muss, dass Paraguay billig ist. So, und das meine ich ja. Das Geld ist zu viel und nach gewisser Zeit futsch. Und dann fängt die Sauferei, fängt der Frust an und man genießt nicht das Leben in Paraguay. Also Leute, bitte ein Appell. Bringt bitte oder nimmt bitte mit nach Paraguay wirklich genügend Kapital mit. Verkauft eine Wohnung, verkauft ein Haus. Nehmt euer Kapital ganz legal. Dazu mache ich ein anderes Video, was die Investitionen angeht, beziehungsweise Mitnahme von Kapital. Aber grundsätzlich ganz kurz in diesem Video, nimmt genug Kapital mit. So, ich hoffe, ich konnte eure Fragen, einige von euren Fragen zu eurer Zufriedenheit beantworten. Falls ihr weitere Fragen habt, gerne in den Kommentaren, ruft mich an, ausnahmsweise. Schreibt an, sämtliche Kontaktdaten werde ich euch unten in der Videobeschreibung natürlich wie immer mitteilen. Likes nach oben, teilt das Video, schreibt die Kommentare unter und abonniere den Kanal. Ich werde euch auf jeden Fall weitere empfehlenswerte Videos aus unserem, nicht nur aus unserem Kanal, gerne weiter empfehlen. Mach's gut, in diesem Sinne, bleibt gesund, wir sehen uns im nächsten Video.